Sie prangert öffentlich an, erzählt auf Instagram aus ihrem Krankenhausalltag über die Belastungen von Pflegepersonal in Kliniken. Franziska Böhler hält immer wieder den Finger auf die Wunde, Pflegenotstand. Es ist unfassbar wichtig, weil das Thema nicht verebben darf. Das haben wir während Covid gemerkt. Da hatten wir die maximale Aufmerksamkeit auf unseren Beruf und auch auf die Problematik, die wir im Gesundheitssystem haben. Aber peu à peu sprach niemand mehr drüber, als die Inzidenzen fielen. Das ist jetzt auch wieder der Fall. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man das Eisen quasi heiß hält und immer wieder drüber redet und erinnert, dass wir immer noch Probleme haben, große Probleme. Franziska ist Pflegefachfrau im medizinischen Versorgungszentrum Anästhesie Rhein-Main, arbeitet jahrelang als Intensivkrankenschwester, während Corona auch auf Covid-Stationen. Oft ist es Einsatz am Limit. Darüber erzählt sie ihren mehr als 285.000 Followern auf Instagram. Weil sie so engagiert das Thema Pflegenotstand vor allem in der Corona-Krise weiter öffentlich macht, hat Franziska jetzt den Iconista-Preis bekommen. Ein Preis des digitalen Lifestyle-Angebots der Zeitung Welt und Barbie. Ich war total glücklich, dass dieses Thema, und bewusst sage ich Thema und nicht ich als Einzelperson, in dieser Form von Öffentlichkeit einfach platziert wird. Das wäre vor 4 Jahren noch undenkbar gewesen, dass eine Pflegefachperson ausgezeichnet wird in so einem Rahmen. Der Preis, eine Barbie-Puppe, ein Unikat, das ihr nachempfunden ist, inklusive Tattoo. Die Auszeichnung ist ein Symbol für Menschen, die als Role Model, als Vorbild für andere gesehen werden. Dabei sieht sich Franziska selbst gar nicht so sehr als Vorbild. Das war auch nie meine Intention. Ich habe ja 2017 einfach mit einem Bild in Berufskleidung auf Instagram angefangen und es entwickelte sich dann so peu à peu. Ich habe einfach gemerkt, dass es auf Social Media nicht etabliert war. Und ich glaube, das haben wir, und da waren noch ein paar andere dabei, die sich mit ihren Kanälen engagiert haben, dass wir das einfach platzieren konnten. Und es ist einfach immer größer geworden, weil die Kollegen, die Betroffenen, die Angehörigen einfach echt Redebedarf hatten. Auch wenn so ein Preis eine Anerkennung für Franziskas Engagement ist, Preise alleine verändern nicht viel. Das bedeutet, dass sich für die Kollegen da draußen was ändert, die an den Betten stehen, und für die, die in den Betten liegen. Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Schritt eben schon der ist, dass man das Thema einfach präsent hält und nicht aufhört, darüber zu sprechen und auch nicht aufhört, die Leute zu empören. Und das ist eigentlich auch mein primäres Ziel. Franziska hat den Preis auch für ihr Buch bekommen, in dem sie über den Pflegenotstand schreibt, damit das Thema öffentlich bleibt und sich eines Tages endlich was ändert.